Und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Aber heute probiere ich kein Rezept, sondern heute gibt es ein bisschen Theorie. Und zwar, wie ihr ja wisst, bin ich ja Lehrerin und zwar für das Fach WAH, das bedeutet Wirtschaft, Arbeit, Haushalt. Und da geht es unter anderem um gesunde Ernährung. Und da ist ein großer Teil das Kennenlernen dieser Nahrungsmittelpyramide. Und diese Pyramide stammt von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung. Und da möchte ich heute ein bisschen was darüber erzählen. Und ich habe mir überlegt, ich mache das in ein paar Episoden. Und zwar, weil es ziemlich viel zu erklären gibt. Und diese Stufen, die einzelnen hier, möchte ich näher erklären. Und da beginne ich doch am besten heute mit der untersten Stufe, habe ich mir überlegt. Und zwar ist es die Stufe der Getränke. Und ich sehe ja ganz oft bei meinen Schülern, was die eigentlich so trinken. Und ich habe die mal gebeten, für mich ein paar Sachen zu sammeln, was sie sich so kaufen oder was sie so täglich trinken. Und da haben sie ganz fleißig für mich gesammelt und ich habe jetzt hier diese Getränke mal aufgestellt, die mir die Schüler und die Schülerinnen gegeben haben. Und die möchte ich heute mal mit euch analysieren und mal überlegen, geht es überhaupt, also passt das in diese Getränkestufe hinein? Oder ist es eigentlich schon in einer anderen Stufe vorhanden? Und das möchte ich mal ein bisschen mit euch diskutieren und euch mal ein bisschen erklären, worauf man da achten kann und was da eigentlich noch reingehört und was nicht in diese Stufe. Und als erstes muss ich natürlich erklären, was ist eine Nahrungsmittelpyramide? Warum ist es eine Pyramide und kein Kreis? Wie ist sie aufgebaut? Was ist es für ein Sinn, an wen richtet sie sich und ja, was soll mir das helfen bei meiner Ernährung? Wie soll sie mir dabei helfen? Die Nahrungsmittelpyramide ist eine Pyramide und kein Kreis oder sonst irgendwie ein Rechteck oder sowas, weil es einen logischen Aufbau hat. Und zwar ist es eine Pyramide mit 6 Stufen und die unterste Stufe ist dann automatisch die größte Stufe und das bedeutet, von diesen Lebensmitteln, die da drin enthalten sind, soll man am meisten verzehren. Und wiederum oben in der Spitze, die ganz klein ist, von diesen Lebensmitteln, davon soll man am wenigsten verzehren. Die Lebensmittelpyramide ist in 6 Stufen unterteilt und die sind auch super schön gestaltet, schön farbig, immer passend zu den Lebensmitteln, so dass man sich das auch einfach merken kann und das dann auch gut im Alltag umsetzen kann. Die Lebensmittelpyramide ist für Jugendliche und Erwachsene gedacht und ist immer täglich gedacht. Also immer diese ganzen Mengenangaben, die aufgeführt sind, sind immer pro Tag gedacht. Hier könnt ihr schön die verschiedenen Stufen sehen und zwar ist hier die unterste, die hellblaue. Das ist die Stufe der Getränke. Dann geht es weiter mit der grünen Stufe, das ist Gemüse und Früchte. Dann die braune, Getreideprodukte, Kartoffeln und Hülsenfrüchte. Dann gibt es die rote Stufe, das sind die Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Eier und Tofu. Und dann geht es noch weiter mit der gelben, die Öle, Fette und Nüsse enthält. Und zu oberst in der Spitze der Pyramide befinden sich die süßen Sachen, die salzigen und aber auch alkoholische Lebensmittel. Und heute möchte ich gerne mit euch die unterste Stufe anschauen, also die Stufe der Getränke. Und da sagt die SGE, sie empfiehlt also, 1 bis 2 Liter pro Tag sollte man Getränke zu sich nehmen. Jetzt ist die Frage, welche zählen zu diesen 1 bis 2 Litern und welche, die hier aufgestellt sind, eher nicht. Und da habe ich gedacht, fangen wir einfach mal an mit Wasser. Und Wasser, logischerweise, zählt zu den Getränken. Es ist super gut, es ist ein super einfaches Getränk. Ihr könnt zum Beispiel Mineralwasser verwenden oder auch normales Leitungswasser, wenn das gut ist in eurer Umgebung. Es ist günstig und es ist das Beste, was ihr eurem Körper eigentlich geben könnt. Und die SGE empfiehlt ja 1 bis 2 Liter pro Tag. Warum ist das so? Denn man muss ja auch immer bedenken, was ist für eine Temperatur draußen zum Beispiel. Ist es heiß, schwitze ich mehr, dann muss ich natürlich auch mehr trinken. Weil alles, was aus meinem Körper rauskommt, muss ja irgendwie wieder nachgeschüttet werden. Und wenn ich zum Beispiel mich stark anstrenge, einen Sport mache oder eine harte körperliche Arbeit oder so, dann muss ich natürlich auch mehr trinken, weil ich ja den Schweiß ausschwitze und deshalb muss ich meinem Körper wieder Flüssigkeit nachgeben, damit er wieder gut arbeiten kann und er auch ausreichend Flüssigkeit hat, um alle Organe zu versorgen und damit wir auch klar im Kopf bleiben und er sich runterkühlen kann, regenerieren und so weiter. Neben dem Mineralwasser gibt es natürlich auch solche Sachen hier wie dieses hier und zwar Wasser mit Geschmack eigentlich, ja, also hier steht ja drauf,
Wasser mit, was ist es hier, Traube und Rosengeschmack. Und dann denkt man, naja gut, ist ja Wasser mit vielleicht ein bisschen Geschmack drinne, kann ja gar nicht so schlecht sein. Aber Achtung, Wasser hat nicht einfach so Geschmack, der Geschmack kommt einfach durch Zucker. Und wie man das hier sehen kann, gibt es hier eine Zutatenliste und die ist natürlich ganz blass gedrückt. Das ist natürlich keiner liest oder halt auch so, dass es eben auch schlecht lesbar ist. Und die Menschen denken dann, ja gut, kaufe ich mir doch das Wasser mit bisschen Geschmack, denn pures Wasser allein mag ich nicht, schmeckt mir nicht. Also mit dem würde ich schon nichts falsch machen. Aber wer eben das Kleingedruckte nicht liest, der wird schnell von der Industrie reingelegt. Und das kann ich euch gleich mal zeigen, wie viel Zucker da eigentlich drin ist. Und wenn ich mir jetzt hier das Kleingedruckte durchlese, dann kann ich euch mal vorlesen. An erster Stelle kommt natürliches Mineralwasser. Und bei der Zutatenliste ist es immer so, das, was am meisten enthalten ist in einem Lebensmittel, muss als erstes aufgeführt werden und dann geht es immer weiter nach unten. Dann die zweite Zutat, weißer Traubensaft aus Konzentrat. Und die dritte Zutat ist Zucker. Also das sagt mir schon, Achtung, da muss ja ziemlich viel schon da drin sein von dem Zucker. Und dann geht ihr weiter und hier hat es gar keine Food Fact Tabelle. Normalerweise ist es schön aufgelistet in der Tabelle. Jetzt ist es hier nebeneinander geschrieben und man muss wirklich genau lesen. Und dann steht da Kohlenhydrate, davon Zucker, 4,9 Gramm in 100 Milliliter. Und man sagt, ein Zuckerwürfel zur Vorstellung für euch hat 3 Gramm oder 4 Gramm, je nach Land ist es unterschiedlich. Und in dem kleinen hier, in dem kleinen Behälter sind 370 Milliliter, also sagen wir fast 400 Milliliter. Also das heißt, es sind fast 4 Zuckerwürfel drinne. Und wenn man sich das mal überlegt, also 4 mal 3 zum Beispiel sind ja 12 Gramm Zucker in einem so einem kleinen Behälter und es ist ja ruckzuck ausgetrunken und man hat wieder so viel Zucker zu sich genommen. Also das ist total verrückt, deshalb lasst euch nicht täuschen, seid immer kritisch, analysiert die Getränke gut, denn das würde jetzt definitiv nicht zu der Stufe von den Getränken zählen. Also das zählt dann schon in die oberste Stufe zu Süßigkeiten, weil eben so viel Zucker enthalten ist. Also Wasser mit Geschmack. Wasser mit Zucker. Dann als nächstes würde super gut Eistee passen, denn meine Schülerinnen und Schüler, die sagen dann, ja Frau Jannik, aber ich trinke ja Eistee. Das ist ja besser, das ist ja Tee. Nein, das muss ich dann auch immer sagen, Eistee ist eigentlich so schlimm wie Cola, zählt einfach nicht mehr zu den Getränken und laut der SGE auf gar keinen Fall. Und zwar zählt er nur Tee ohne Zucker. Wenn ihr den zu Hause zum Beispiel aufbrühen würdet und dann einfach erkalten lassen, dann habt ihr auch euren selbstgemachten Eistee, gesunder Eistee und zählt zu den Getränken und die gekauften Eistees zählen nicht. Und wo wir schon bei Cola sind, dann kommen wir natürlich gleich mal zu den Softdrinks, also Cola, Fanta, Mezzomix und wie sie nicht alle heißen. Hier habe ich noch Rivella, das ist so ein Nationalgetränk der Schweiz. Und das Ganze zählt auch nicht zu den Getränken. Und da kann ich euch auch mal vorlesen, wie viel hier eigentlich drin ist. Davon Zucker 9 Gramm und es wird ja immer angegeben für 100 Gramm. Also hier waren es ja vorher 4,9, also fast 5 Gramm. Hier 9 Gramm, noch viel schlimmer. Und ja, also man trinkt seine Süßigkeit sozusagen. Dann zum Vergleich hier die Cola. Davon Zucker 10,6 Gramm, also ungefähr gleich. Dann, was bei meinen Schülern natürlich super beliebt ist, Energy Drink. Ihr Frühstücksdrink für mehr Energie in der Schule, vielleicht für die erste halbe Stunde, aber danach geht's ab ins Loch. Und was ist hier drin? Ich kann es euch mal vorlesen. Davon Zucker 12 Gramm, also bisher sogar noch das Schlimmste von den ganzen hier. Dann kam neulich auch eine Schülerin und meinte, ja, aber ich habe hier jetzt ein Smoothie. Das ist doch auch gesund. Dazu werde ich euch dann mehr in der grünen Stufe erzählen, und zwar die Stufe mit Früchte und Gemüse, warum man diese Smoothies auch skeptisch sehen muss. Aber hier kann ich euch auch mal sagen, davon Zucker, und zwar ist es hier 11 Gramm. Also es kommt praktisch in das Gleiche. Aber man muss natürlich hier unterscheiden, das ist der Fruchtzucker, der hier enthalten ist, der allerdings aber auch nicht viel besser ist, erkläre ich euch dann in der grünen Stufe.
Und das ist natürlich hier zugesetzter Zucker, also ganz normaler weißer Haushaltszucker, nicht empfehlenswert für den Körper. Und dann Orangensaft oder Multivitaminsaft und so. Und da muss man wirklich auch aufpassen, weil oft denkt man, ja, Orangensaft ist doch gesund. Dazu dann auch mehr in der grünen Stufe, warum man dem auch skeptisch gegenüber sein muss. Und da gibt es tatsächlich Orangensaft mit zugesetztem Haushaltszucker. Also da müsst ihr unbedingt mal die Tabelle studieren hinten. Manche sind wirklich aus der reinen Frucht, aus der Orange, aber manche sind tatsächlich noch zugesetzt mit Zucker. Und vor allem, wenn es nicht hundertprozentiger Saft ist, also beispielsweise so ein Punika oder so irgendein Fruchtsaft, wo noch gemischt ist, dann habe ich hier was, was super beliebt ist in der Schweiz, und zwar Sirup. Ganz, ganz viele Kinder und ganz viele Leute, habe ich schon bemerkt, stehen total auf Sirup. Und natürlich, man trinkt es ja nicht so, man mischt es ja mit Wasser. Aber man muss bedenken, das ist einfach purer Zucker. Das ist gefärbter Zucker. Und hier kann ich euch mal vorlesen, 11 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Natürlich gibt man nur wenig dazu. Aber es gibt auch Leute, die ziemlich viel davon reintun in ein Glas. Und ja, nicht so viel Wasser dazu. Also das ganze Sache ist ziemlich süß. Und eigentlich betrügt man sich da wieder ein bisschen selber, weil man ja dann wieder ein Süßgetränk bastelt. Also bei uns war das früher so, dass wenn wir Geburtstag hatten oder irgendwie Geburtstag in der Familie gefeiert wurde, dann wurde irgendwie Fanta gekauft, Cola, Mezzomix und so weiter. Und das gab es bei uns nur am Geburtstag. Aber was es bei uns sonst eigentlich immer gab, waren die ganzen Säfte. Sei es Orangensaft, Apfelsaft, so Sachen wie Punika oder so. So Mixgetränke, Eistee natürlich auch sehr viel. Und das wussten meine Eltern eben damals auch nicht, dass da so viel Zucker enthalten ist und dass es eigentlich schädlich für die Kinder ist. Oder zum Beispiel Capri-Sonne, vielleicht kennt ihr das noch, das war ja auch ein sehr beliebtes Getränk in der großen Pause in der Schule bei uns. Und das sind ja Unmengen Zucker drin und überhaupt nicht gut. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich habe heute was für euch, wie können diejenigen Leute, die Wasser überhaupt nicht gern haben, zum Beispiel mein Bruder war so einer, der konnte Wasser einfach nicht trinken, ihm hat das partout nicht geschmeckt, wo er klein war. Heutzutage ist er erwachsen und er trinkt nur noch Wasser. Er hat es verstanden und hat sich an diesen Geschmack gewöhnt und mag die anderen Sachen gar nicht mehr trinken, weil er eben weiß, dass es schlecht ist. Und er kam davon erst gar nicht weg und dann kamen eben damals diese hier Wasser mit Geschmack auf den Markt und da dachten meine Eltern auch, ja gut, Wasser mit Geschmack, dann kaufen wir das halt dem Sohn. Aber da hat natürlich sich auch keiner Gedanken drüber gemacht und mal hinten wirklich studiert, was ist denn da überhaupt drin, bis man eben gemerkt hat, hey, das ist Wasser mit Zucker gemischt. Schorlen zum Beispiel kann man sich ja auch machen, zum Beispiel eine Apfelschorle, das ist wirklich dann schon wieder viel, viel besser, wenn man lernt, diesen Apfelsaft oder den Orangensaft nicht pur zu trinken, sondern sich vielleicht ein Drittel des Glases mit dem Saft zu füllen und den Rest dann mit Wasser. Das ist dann auch wirklich sehr gut sogar für den Körper, man sagt isotonisch. Und ja, das ist tausendmal besser, sich weg von diesen zuckrigen Getränken wegzubewegen und eine gute Alternative. Jetzt habe ich mir überlegt, was könntet ihr eben auch noch machen? Beziehungsweise, ich möchte euch Ideen geben für diejenigen, die sagen, boah, Wasser schmeckt mir überhaupt nicht. Ich würde ja gern, aber es ist so, wah. Für die möchte ich mal einen Tipp geben, was ihr alles machen könntet und was es für einfache Methoden gibt, damit euch vielleicht Wasser schmeckt und ihr nicht zusätzlich wieder Sirup reinmachen müsst oder irgend mit einem Saft mischen und so weiter und euch eigentlich selber noch reinlegt. Und was die SGE auch noch sagt, und zwar ist es neu, früher gab es eine alte Lebensmittelpyramide, die wurde eben vor ein paar Jahren erneuert und man sagt Kaffee. Kaffee war früher in der Spitze und es hieß ja wenig davon. Mittlerweile weiß man aber, dass Kaffee auch zu den Getränken gehört und da auch erlaubt ist, natürlich ohne Zucker. Also der schwarze Kaffee sozusagen, Milch kommt ja dann wieder in eine andere Stufe. Aber gehört auch zu den Getränken und wird da anerkannt. So, jetzt habe ich nochmal zusammenfassend für euch aufgebaut, was jetzt also in diese unterste Stufe, die Stufe der Getränke, zählt. Also zum einen habe ich hier Kaffee, dann Tee, ohne Zucker wieder, Mineralwasser, sei es mit Kohlensäure oder ohne Kohlensäure, egal, und Leitungswasser. Das sind die Getränke, die auch wirklich in diese Getränkestufe hineinzählen.
Und alle anderen Getränke, klar, es ist auch Flüssigkeit, aber zählt dann einfach nach oben in die Spitze der Pyramide und zählt zu den Süßigkeiten, weil ihr gesehen habt, wie ich euch erklärt habe, wie viel Zucker da drin steckt. So, und jetzt möchte ich euch erklären bzw. ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie könnt ihr euer Wasser aufpimpen. Also als erste Idee habe ich natürlich für euch Tee. Und meine Schüler sagen dann immer im Unterricht, ah, Frau Hennig, aber warmen Tee möchten wir nicht trinken. Dann sage ich immer, kein Problem, das machen wir ganz einfach. Und zwar machen sie dann immer einen Sud. Sie kochen Teewasser auf und machen irgendwie so 2-3 cm Wasser in die Kanne. 6 Teebeutel von der Lieblingssorte von ihnen. Und dann schütten sie das auf, lassen das ein paar Minuten ziehen, entfernen die Teebeutel und füllen auf mit kaltem Wasser. Dann habe ich natürlich auch immer noch Eiswürfel für sie. Dann können sie noch Eiswürfel reinmachen oder das Getränk geht dann nochmal so in den Kühlschrank. Und dann ist es natürlich kalt, bis wir essen und das trinken sie dann ganz gerne. Wenn doch der eine oder andere doch mal lieber noch ein bisschen Zucker drunter mischt. Aber sie sind schon dem Geschmack ein bisschen weggekommen und sie akzeptieren das immer mehr, dass sie da lieber weniger Zucker hineintun und dass es besser für sie ist. Und ich merke auch, je öfter wir das so machen, desto eher gewöhnen sie sich eben an den Geschmack und finden es gar nicht mal so schlecht. Sie merken dann auch, dass ja eigentlich zum Beispiel, wenn sie Erdbeere wählen, das eigentlich schon süß genug ist. Dann habe ich natürlich noch eine Idee für euch, und zwar, wie man das normale Wasser aufpimpen könnte sozusagen. Und zwar Infused Water daraus machen. Infused Water wird mit Früchten gemacht oder mit Gemüse, was man in das Wasser gibt. Und das gibt dann eben den Geschmack an das Wasser ab. Am besten ist es, man stellt es für ein paar Stunden in den Kühlschrank und dann kann es gut durchziehen. Und dann habt ihr Wasser mit Geschmack. Und zwar mal richtiges Wasser mit Geschmack und nicht Geschmack durch irgendwelche Aromatropfen drinne und Zucker, so wie vorher in dieser Flasche, wo ich euch gezeigt habe. Und zwar habe ich hier mal einen Teller zusammengestellt, was so meine Lieblingssorten sind. Es gibt noch natürlich viele, viele, viele andere Möglichkeiten, die ihr ausprobieren könnt. Aber was ich ganz gerne drin habe, ist zum Beispiel Ingwer und Gurke ist super lecker. Oder Ingwer und Minze oder Zitronenmelisse ist auch super erfrischend, vor allem im Sommer, finde ich. Dann Himbeeren, also verschiedene Beeren, Erdbeeren, Heidelbeeren. Ihr könnt sie entweder frisch nehmen, wenn natürlich die Saison da ist, oder auch tiefgekühlt. Dann, was immer geht, Zitrone natürlich und Limette. Und was ich auch neulich ausprobiert habe, ist Apfelzimt mit so einer Zimtstange. Schmeckt auch super lecker. Müsst ihr mal ausprobieren. Wirklich gut. Und einen Trick habe ich da auch noch. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt diese Flasche füllt mit den Sachen, die ihr gerne habt und das dann so in den Kühlschrank stellt und ihr trinkt dann trinkt am besten immer nur bis zur Hälfte und wenn ihr das dann ausgetrunken habt, dann könnt ihr direkt wieder mit Wasser auffüllen und dann habt ihr sozusagen wieder mehr davon. Dann könnt ihr das hier so wieder stehen lassen oder in den Kühlschrank stellen und dann habt ihr immer wieder mehr Wasser, was wieder Geschmack abgegeben habt an das frische Wasser. Also ich hoffe, man versteht, wie ich das meine. Ja, das ist zum Beispiel ein Tipp von mir. Dann kauft euch schöne Gläser. Auch ein Tipp, dass man Lust hat zum Trinken. Kauft euch schöne Gläser, wo es Spaß macht, daraus zu trinken und wo man wirklich gerne daraus trinkt. Oder solche praktischen Karaffen, die super gut von Hand zu reinigen sind oder auch im Geschirrspüler super sind. Dann macht das Ganze auch einfach mehr Spaß. Oder zum Beispiel hier bei dem Wegglas. Da gibt es dann auch so einen Deckel, den kann man dann drauf tun und es am Vorabend zum Beispiel vorbereiten, zumachen. Und dann weiß man, okay, das muss ich über den Tag verteilt trinken oder ich fülle mir das mehrmals auf, dann ist es schon super gut. Oder wenn man zum Beispiel zu faul ist dann, oder morgens es eilig hat oder so, dann kann man sich ja, wenn man Mineralwasser kauft, diese Flaschen öffnen und da einfach zum Beispiel eine Zitronenscheibe reinstecken oder was man eben davon gerne hat und dann kann man es ja in der Schule oder in der Arbeit wieder auffüllen und es schmeckt immer wieder nach was. Vielleicht habt ihr auch Flaschen, die aus Glas sind oder diese Mehrwegflaschen, das wäre natürlich auch super, die könnt ihr dann auch ständig auffüllen und es hält sich auch 2 Tage, also so eine Zitrone könnt ihr auch locker 1-2 Tage da drin lassen, wenn das Ganze gekühlt wird und dann könnt ihr sie erst entsorgen, also das ist kein Problem. Oder was auch Spaß macht, natürlich auch vor allem bei Kindern, aber vielleicht auch bei Erwachsenen, habe ich hier solche coolen Papierstrohhalme oder hier habe ich solche zum Beispiel aus Glas, die sind gerade auch ganz
hübsch und vor allem sehr umweltfreundlich im Vergleich zu den ganzen Plastikstrohhalmen. Oder ein Tipp von mir ist auch zum Beispiel, wenn ihr im Büro arbeitet oder so, dann könnt ihr euch ja den Wecker auf dem Handy stellen und zum Beispiel der soll jede Stunde klingeln und dann steht da trinken. So kleine Tricks oder auf dem Bildschirm einen Zettel draufkleben. Denn wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr durstig seid und Durst habt, dann sagt ja euer Körper schon, hey, gib mir endlich was zu trinken und dann ist es ja eigentlich schon zu spät. Das heißt, ihr sollt nicht nur trinken, wenn ihr Durst habt, sondern ihr sollt trinken, auch wenn ihr keinen Durst habt, dass ihr eben nicht zu dem Durstgefühl erst kommt. Weil dann sagt ja euer Körper, Moment mal, stopp, gib mir endlich was zu trinken, jetzt wird's höchste Zeit. Und das ist ja meistens kein gutes Zeichen. Also nicht der Durst soll euch an das Trinken erinnern, sondern ihr euch selbst. Ihr müsst euch halt dazu versuchen, ein bisschen auszutricksen und ein bisschen zu zwingen. Und es fällt mir auch manchmal extrem schwer und deshalb muss ich mir auch so ein paar Tricks einräumen. Aber ich habe das Gefühl, mit diesem Infused Water komme ich super zurecht und auch mit so schönen Gläsern, da macht das Trinken einfach gleich viel, viel mehr Spaß, finde ich. Und ich finde ja, das sieht richtig cool aus und richtig schön bunt und auf jeder Party auf jeden Fall ein Hingucker und ich bin mir sicher, da greifen auch gerne Kinder zu und die werden Cola, Fanta, Eistee und das ganze Zeug überhaupt nicht vermissen, denn das ist einfach ja, total einladend und wenn ihr dann noch schöne Gläser habt und schöne Strohhalme und das irgendwie schön präsentieren könnt, da bin ich mir sicher, da werden die Kinder oder auch Erwachsene ganz schön viel trinken und ja, man muss nur wissen, wie man sich ein bisschen selber motivieren kann zum Trinken und wie man sich das Ganze ein bisschen einfach schmackhaft machen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen neue Sachen erzählen. Vielleicht wusstet ihr auch einiges schon da von und habt es noch mal ein bisschen in Erinnerung geholt bekommen. Und ich freue mich natürlich über Kommentare von euch, wie ihr dieses Video findet, ob ihr euch noch mehr solcher Videos wünscht, für einfach als Inspiration für eine gesündere Ernährung und wie man die ein bisschen einfacher gestalten kann. Das würde mich super freuen. Und vergesst nicht, natürlich Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat, meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt und alle Informationen und wo ihr auch die Nahrungsmittelpyramide ausdrucken könnt und so weiter, die findet ihr auf meinem Blog www.fraujannik.com. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit helfen mit dem Video und ich freue mich natürlich, wenn es euch gefallen hat. So, ich wünsche euch dann ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren hier mit den verschiedenen Sorten. Sagt mir mal, was euer Lieblingswasser ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht kann ich mich noch inspirieren lassen und auch noch was Neues ausprobieren. Und ich würde sagen, dann viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.